Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute übersetze ich euch das Inside Star Citizen vom 10. Dezember, wo es um die Talon, die Talon und die Talon Shrike geht. Und es gibt einen Sprint Report mit vielen interessanten Themen. Und hier habe ich euch einen Exkurs noch eingebaut zu dem Thema Signed Distance Fields. Und wir werfen einen kurzen Blick auf das Thema Touchbending. Und neben einem kurzen Ausflug über den neuen Tobii Eye Tracker, da gibt es einen Eintrag im Spektrum, übersetze ich euch noch das Star Citizen Live vom 11. Dezember, wo es um alles, all about Alpha 3.12 geht. Und die Informationen hier geben uns Todd Peppy und Richard Tyra. Doch jetzt erstmal los mit dem Inside Star Citizen. Viel Spaß! Chris was talking with Paul and was like, let's just go full bird with this. Chris wollte full bird mit der Talon gehen, es also so weit wie möglich einem Vogel ähneln lassen. Viele Spieler mögen an den Schiffen, dass man damit andere Schiffe zerstören kann, aber dieses hier, wenn man es auf dem Landepad stehen sieht, ist einfach ein Erlebnis, wenn man es sieht. And that's why we pursued it. The Talon and Talon Shrike are a pair of... Die Talon und Talon Shrike sind Raumschiffe des Herstellers Esperia. Es sind leichte Jäger, die Wendigkeit über Feuerkraft stellen, wobei die Talon ihren Schwerpunkt auf Geschützen hat, die Shrike hingegen auf Raketen. Bei der Entwicklung der Talon hat sich alles auf das Aussehen fokussiert. Normalerweise hat man Spezifika, die den Rahmen der Entwicklung vorgeben, zum Beispiel ein Powerplant der Größe 2, drei Schildkomponenten der Größe 1 und so weiter. Aber bei der Talon wollte man sich dem nicht unterwerfen, sondern sie so schlank und elegant wie möglich gestalten. Und so kommt es, dass die Talon sich nicht einmal bewegen muss, um schlicht schnell zu wirken. Alles wirkt wie bei einem Vogel, seien es die Flügel, die sich ein- und ausfahren lassen, die darunterliegenden, sozusagen Federn, die wir dazwischen zum Körper hin sehen und auch das Fahrwerk, was an einen Greifvogel erinnert. Auch das Cockpit ist besonders. Man betritt das Cockpit von vorne, wird quasi hineingezogen in die Kanzel und fühlt sich darin sicher wie in einem Nest. Wie die Prowler gibt es keine Scheiben für den Blick nach draußen, sondern Displays, über die die Außenwelt angezeigt wird. Bis zur Veröffentlichung war CRG bewusst, dass sie die Ejection-Pod-Mechanik nicht im Spiel haben würden, auf Deutsch die Mechanik für Rettungskapseln. Das umgingen die Entwickler, indem sie die Parameter des Schleudersitzes so anpassten, dass das quasi Ausschleudern in jeder denkbaren Weise ermöglicht werden würde. Die Talon wird somit über mehr Auswurfmöglichkeiten verfügen als alle anderen Schiffe und somit auch in der Lage sein, ein Gameplay zu ermöglichen, um den Piloten zum Beispiel den letzten Schubs zu geben, um sich nach vorne auf ein Ziel zu schleudern, um so zum Beispiel mit Wucht in einen Personenkampf geschleudert zu werden oder auf ein anderes Schiff, um dieses dann zu entern. Natürlich wird man dazu im letzten Schritt sozusagen aus dem Ejection Pod entlassen, der dann verschwindet. Mit der Talon kommt auch der irisierende Shader zum ersten Mal zum Einsatz. Von Anfang an wollte CRG die Optik des Schiffes wirklich vorantreiben und die vorhandenen Shader gaben der Talon einfach nicht diesen vogelähnlichen irisierenden Schimmer, den die Designer sich vorstellten. Man hatte einige Bedenken, ob es funktionieren würde, aber zum Glück funktionierte es einfach. Und das Ergebnis dieses neuen Shaders eröffnet eine Menge Möglichkeiten für zukünftige Schiffe und andere Assets im Spiel. Für CRG ist es wirklich wichtig, die Talon zu entwickeln, denn sie erhöht nicht nur die Anzahl der Schiffe der tivarischen Rasse im Spiel, sondern erhöht auch die optische Varianz an Schiffen im Spiel generell, indem sie sich von allen anderen stark unterscheidet, was für viele Spieler eine interessante Sache ist.
Weiter geht's zum Sprint Report. Mit Alpha 3.12 kommt die Behring FS9 leichtes Maschinengewehr LMG ins Spiel. Die VFX-Artists sind immer noch am Anpassen der Effekte, sodass diese sich bereits geändert haben werden zu dem Zeitpunkt, an dem wir dieses Video hier sehen. Zum einen sollen die Effekte sich möglichst unterscheiden von anderen Waffen. Außerdem soll das Mündungsfeuer kleiner, aber realistischer als bei anderen bisherigen Waffen sein. Als zweites kommt das Gemini A03 Scharfschützengewehr ins Spiel, dem sicherlich kleinsten Kaliber im Spiel bislang. Obwohl sie so grazil aussieht, soll sie sich in der Wirkung nicht von anderen Waffen unterscheiden, wobei natürlich das Balancing bis zum Release von Star Citizen noch einige Male angepasst werden wird. Konzeptarbeiten finden statt für eine futuristische Armbrust, dem Avatar-Crossbow des Herstellers Ultiflex. Im Stil von Carbonfaser designt ist diese Waffe für das Schleich- und Stealth-Gameplay gedacht. Das Besondere sind die Magazine. Wie ein Gewehr wird die Armbrust von unten mit Magazinen befüllt. Die darin enthaltenen Bolzen entfalten sich, werden also länger, sobald sie aus dem Magazin in den Abschusskanal geladen wurden. Wie sich später diese Waffe verhalten wird in puncto Gameplay und visuelle Effekte wird sich zeigen. Und definitiv wird sie uns an einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung noch einmal ausführlicher vorgestellt werden. Weiter geht's zu den Raumschiffen und in diesem Fall das ewige Testraumschiff, die Aegis Gladius. Die ist jetzt fertig zur Abnahme der Komponentenverschläge, wo Kühler, Jumpdrives und so weiter untergebracht werden können. Komponenten müssen gut erreichbar sein und werden zukünftig sowohl in Singleplayer- als auch in Multicrew-Schiffen wichtig werden, wo die Mannschaft diese Komponenten im Auge behalten, pflegen und reparieren können wird. Und zwar nicht nur in Star Citizen, sondern auch in Squadron 42. Hier einige Bilder aus der Whitebox-Phase der Redeemer. Es wird ein modulares System eingesetzt, ähnlich der Vanguard-Schiffe, erwähnt Jared, sodass ich fast davon ausgehe, spekuliere, dass wir noch weitere Varianten erhalten werden. Was wir hier sehen, ist ein Test, eine Demo des neuen Signed Distance Field-basierten Schildsystems. Signed Distance Field, ein vorzeichenbasiertes Entfernungsfeld, wird als Gitterabtastung des geringsten Abstands zur Oberfläche eines Polygonmodells, wie hier der Javelin, verwendet. Signed Distance Fields, kurz SDFs, geben bei der Übergabe der Koordinaten eines Punkts im Raum den kürzesten Abstand zwischen diesem Punkt und einer Fläche zurück. Das Vorzeichen des ermittelten Rückgabewertes gibt an, ob sich der Punkt innerhalb oder außerhalb dieser Fläche befindet. Das klingt jetzt kompliziert, ist aber ganz einfach. SDF ist eine mathematische Funktion, die eine Position als Eingabe nimmt, also die Oberfläche der Javelin, und mittels einer Formel den Abstand von dieser Position zum nächstgelegenen Teil einer Zielform ausgibt. Das Signed, das Vorzeichen, steht dabei für den Wert, wie weit dieses Pixel vom Rand einer bestimmten Form entfernt ist. Ist das Vorzeichen negativ, heißt das, dass das Pixel innerhalb der Form liegt. Positive Vorzeichen bedeuten, dass das Pixel außerhalb der Form liegt. Null bedeutet, dass sich das Pixel genau auf der Form befindet. Jede Position wird mit der Form des Ausgangsobjekts, hier die Javelin, verglichen, um herauszufinden, wie weit die Position vom nächstgelegenen Punkt des Objekts entfernt ist. Setzt man diese zusammen, ergibt sich schließlich das Feld, das Field, Signed Distance Fields. Warum braucht man eigentlich positive und negative Vorzeichen? Ganz einfach. Zum Beispiel sollen die Funken hier bei der Javelin nach außen fliegen, also in den positiven Wert, nicht aber in den negativen Bereich. Diese vorzeichenbasierte Abstandsermittlung zwischen Ausgangs- und Zielform kann für jedes Pixel ausgeführt werden und wird häufig zur Kollisionserkennung verwendet, zum Beispiel bei Stoffanimationen und generell allem, was mit Bewegungsplanung zu tun hat. Aber sie ist auch sehr rechenintensiv. Berechnung und Rendern von SDF-Animationen auf einer herkömmlichen CPU bei hochauflösenden Meshes kann Stunden oder sogar Tage in Anspruch nehmen, weshalb sie bisher höchstens als vorberechnete Animationen zum Einsatz kamen, zum Beispiel statische Objekte im Wasser. Keine Alternative also für den Einsatz in dynamischen Szenen von Computerspielen. Und tatsächlich wurden erst in diesem Jahr Engines veröffentlicht, die durch einen Kompromiss zwischen der Pixel-,
respektive voxelbasierten Berechnung und einer vorberechneten, fertig gebackenen Form so leistungsfähig sind, ergo wenig Computerressourcen benötigen, dass sie auch in Computerspielen eingesetzt werden können. Als Endergebnis erlaubt diese brandneue Technologie sehr effiziente Abfragen der Entfernung zu einem gegebenen Objekt, in unserem Fall der Javelin, was in der Berechnung effiziente Kollisionen ermöglicht oder es den Artists recht einfach erlaubt, Partikeleffekte zu erzeugen, die in einem bestimmten Abstand zur Oberfläche bleiben, wie Schilde oder Quantenpartikel. Gerade Schilde bei Großkampfschiffen, erzählt Jared weiter, sollen sehr mächtig sein. Es stellt sich also die Frage, wie man Spielern vermitteln kann, ob sie überhaupt Schaden verursachen. Das führte zu der hier zu erkennenden Lösung. Blau sind die Schilde, orangenes Feuer und Funken entstehen dort, wo die Schilde aufgebraucht sind. Alles, was wir hier sehen, ist Gegenstand von Veränderungen und wie gesagt nur eine kleine Demo, in welche grafische Richtung CRG gehen möchte. Auch kann man sich verschiedene Layer vorstellen, wie hier zum Beispiel unter dem reinen Einschlagseffekt das Hexagonfeld. All das, Farbeneffekte, Muster und so weiter, wird noch entwickelt und uns zu gegebener Zeit vorgestellt. Und apropos Grafik, viele neue grafische Verbesserungen erwarten uns in Alpha 3.12. Dinge wie die organischen Shader, verbesserte Heatmaps, Höhenkarten, eine neue Bibliothek aus geologischen Daten und Assets, aktualisierte Bodentexturen, die auch gescannte Elemente verwenden und vieles mehr. Auch der Ozean wird weiter verbessert hinsichtlich schwimmender Elemente, der Buoyancy-Tech. Das auf einer Per-Entität-Basis, eine Entität ist jedes beliebige Objekt im Spiel, wie hier zum Beispiel das Schiffswrack im Wasser, die man später auf den Oberflächen der Ozeane finden können wird. Das eröffnet eine Reihe neuer Gameplay-Möglichkeiten mit Rettungsmissionen, Bergen von Ressourcen oder auch Unterwassereinsätzen. Es wird also noch weitaus mehr zu entdecken geben zu einem späteren Zeitpunkt der Spielentwicklung. Was wir hier allerdings sehen, ist ein technischer Test, keine Grafikdemo, weshalb die grafische Qualität hier zu wünschen übrig lässt. Auch die Entwicklung des Touchbending geht voran, hier vorgestellt. Touchbending, Berührungsverbiegung, kommt aus der CryEngine-Welt und ist ein einfaches Verknüpfungssetup, um eine physische Interaktion zwischen dem Spieler und dem Blattwerk der Vegetation zu simulieren. Diese Methode funktioniert gut für große Blätter mit separaten Stängeln und Ästen sowie für Büsche. Mit Gräsern, wo jedes einzelne Blatt mit dem Spieler verknüpft und die Verbiegung des Blattwerks simuliert werden muss, ist der Rechenaufwand sehr groß. Soweit ich es mir erlesen habe, erreicht man eine performante Berechnung, indem sich die Grashalme die notwendigen Daten zur Abstands- und Bewegungsberechnung teilen, also auf derselben Datenbasis aufsetzen. Dabei gibt es auch hier Eltern- und Kind-Entitäten, also quasi Master-Grashalme, die untergeordnete Grashalme in der Bewegung mit beeinflussen, was die Rechenleistung noch einmal senkt. Die zugrunde liegende Berechnung wird durch ein unsichtbares Volumen erzeugt, wie eine Seifenblase oder eine Kugel, die um den Spieler herum liegt. Sobald der Spieler sich bewegt und mit ihm ergo das Volumen, wird die Touchbending-Berechnung aktiviert, sobald ein Grashalm in dieses Volumen eintaucht. Wenn man also durch die Savannen Hurstons streift, erzählt Jared weiter, sollen die Grashalme entsprechend sich zur Seite bewegen, wenn man hindurchgeht. Man ist hier noch mitten in der Entwicklung, aber es geht schon in die gedachte Richtung. Zum einen sollen die Bewegungen der Gräser noch sauberer ablaufen und nicht so abrupt abknicken wie hier zu sehen. Zum anderen soll das Zurückwandern in die Ausgangsposition der Grashalme wesentlich länger dauern, damit man so später auf Fährtensuche gehen kann, sei es auf der Suche nach Menschen oder auch nach Tieren. Im nächsten Jahr wird das Team außerdem eine neue Level-of-Detail-Technik entwickeln, um die Gräsersavanne auch in weiten Entfernungen gut und bewegt aussehen zu lassen, aber wie immer entsprechend möglichst die Ressourcen schonend.
Und zuletzt gibt's einen Blick auf den aktuellen Stand der Colonial Homesteads, der Kolonialsiedlungsgebäude. Was wir hier sehen, sind die ersten Konzepte, da sich die Siedlungsgebäude immer noch in der Erforschungsphase befinden. Daher ist auch noch nicht genau zu bestimmen, welche Funktionen die hier gezeigten Räume später haben werden. Da diese Gebäude in den Randbereichen der Zivilisation errichtet werden, wie zum Beispiel Pyro, gibt es Einrichtungen wie diese Storm Shutters, Abdeckvorrichtungen gegen Stürme oder Leitern auf die oberen Ebenen für eine große Varianz an Gameplay-Optionen. Wie gesagt, die Produktion ist noch nicht gestartet, weshalb das hier gezeigte lediglich quasi Skizzen sind, um uns die Ideen von CRG zu vermitteln. Aber grundsätzlich stecken diese Homesteads bereits heute voll von neuem Gameplay-Potenzial. Das war's mit dem Inside Star Citizen und weiter geht's zu einem Spektrum-Eintrag. Seit Jahren warten wir darauf, dass Faceware ihre Face-Head-Tracking-Kameras rausbringt und das System im Spiel damit besser und genauer funktioniert. Es macht auf mich den Eindruck, als wenn diese Zusammenarbeit nicht mehr existiert. Auf meine Anfragen an die Firma Faceware zum Stand der Entwicklung erhielt ich keine Antwort. Und am 9. Dezember schrieb unser Community-Manager Ulf im Spektrum folgenden Eintrag. Cloud Imperium Games freut sich, bekannt zu geben, dass wir mit Tobii, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Eye-Tracking-Technologie, also der Augen-Tracking-Technologie, eine Partnerschaft eingegangen sind, um die nächste Generation der Head-Tracking-Unterstützung in Star Citizen einzuführen. Mit Alpha 3.12 werden wir die offizielle Unterstützung für den Tobii Eye Tracker 5 einführen und damit eine noch immersivere Art und Weise bieten, das Verse zu erkunden und zu erleben. Wenn ihr einen Tobii Eye Tracker 5 verwendet, könnt ihr dank der Extended View-Funktionalität mit noch größerer Immersion durch das Verse fliegen. Dabei erhaltet ihr ein größeres Sichtfeld, das übergreifend die Wahrnehmung und das Erlebnis beim Erkunden des Spieluniversums erhöht und die Navigation verbessert. Soweit der Ankündigungstext von Ulf. Die Hardware, soweit ich es verstehe, funktioniert dabei sowohl für Kopfbewegungen als auch für Augenbewegungen. Und diese Abtastungen können separat aktiviert und deaktiviert werden. Wenn man also nicht die Augen getrackt haben möchte, dann kann man die Augen, das Tracken der Augenbewegungen abschalten und umgekehrt. Preislich liegt die Hardware mit 200 Euro in einem sehr hohen Segment, aber auch ungefähr dort, wo man die Faceware Cam preislich eingeschätzt hat. Da ich bislang immer auf die Faceware Cam gewartet habe und sie auch gekauft hätte, habe ich mir jetzt gesagt, ich bin neugierig und habe mir die Hardware von Tobii bestellt und werde euch berichten, sobald sie geliefert worden ist. Jetzt geht's weiter zum Star Citizen Live, diesmal mit Todd Pappy, wo es um die Inhalte und Features von Alpha 3.12 geht. Ja, wie eingangs erwähnt, Todd Pappy und Richard Tyra, der Core Gameplay Director, geben uns Informationen in diesem Star Citizen Live. Die Informationen sind querbeet verteilt über die gesamte Stunde Sendezeit. Ich habe das thematisch zusammengefasst in entsprechende Themenblöcke und gehe jetzt mit euch diese einzelnen Bereiche durch. Begonnen wird mit dem Reputationssystem. Das Reputationssystem in der Version 1, in der ersten Iteration, wird in 3.12 implementiert für alle Missionsgeber mit Ausnahme von Ruto. Dabei sammelt oder verliert man Reputationspunkte, was dazu führen kann, dass die Missionsgeber mit einem Spieler nicht mehr zusammenarbeiten werden. Hauptsächlich werden die Missionen vorerst mit Kopfgeldjagden zu tun haben, um von dort aus das Reputationssystem dann immer weiter zu testen und auszubauen. Dieses Reputationssystem wird sich im Laufe der nächsten Patches zu einem wichtigen Gameplay-Element entwickeln, weil man gewisse Missionen entweder gar nicht angeboten bekommt oder erst einen gewissen Status erreicht haben muss, um bestimmte Aufträge angeboten zu bekommen. Richard beschreibt es, dass das Reputationssystem ja nicht nur Auswirkungen auf das FPS-Gameplay haben wird. Wenn man im wirklichen Leben zum Beispiel ein Luxusgut oder gar eine Yacht kaufen möchte,
sollte man auch einen gewissen gesellschaftlichen Status haben. Das bedeutet nicht zwingend, dass es davon abhängig ist, ob man eine niedrige oder hohe Reputation im FPS-Gameplay hat, sondern zum Beispiel hinsichtlich des Eigentums oder des Charakterlevels. Das wiederum eröffnet neue Missionsketten à la: Du musst erst diesen spezifischen Reputationswert haben, um diese Missionen durchführen zu können, um dann dieses spezielle Objekt kaufen zu können. Das Tractor-Beam-Gameplay ist in der Community das aktuelle Hype-Thema. Man wird Fracht von zuvor explodierten Schiffen stehlen oder mitnehmen, aufnehmen können, deren Frachtkisten dann dementsprechend im Weltraum schweben. Diese schwebende Fracht wird man einsammeln können und man wird daraus auch einen vernünftigen Gewinn erzielen können. Aber es gibt keine Möglichkeit, Kisten per Tractor-Beam aus intakten Schiffen zu stehlen. Hintergrund ist, dass diese Kisten auf dem Cargo-Grid verankert sind und somit integraler Bestandteil des Schiffes, weshalb der Tractor-Beam damit nicht interagieren kann, noch nicht. Außerdem haben die Kisten in den Schiffen ein Größenmaß von 50 auf 50. Die zu tragenden Kisten allerdings sind kleiner. Zwei Gründe also, dass, wenn Schiffe explodieren, die mit dem Tractor-Beam zu bewegenden Kisten extra gespawnt werden. Das ist der Status quo. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Cargo-Grid-System und die Frachtkisten so weiterentwickelt, dass sie entsprechend manipuliert werden können, ergo kein integraler Bestandteil des Schiffes mehr sein werden und auch keine Notwendigkeit mehr besteht, sie dann von Hand tragen zu müssen. Denn genau dafür gibt es dann ja den Multi-Tool-Tractor-Beam. Die Größe einer Kiste muss nicht zwingend ihrer Masse entsprechen. Abhängig von ihrem Inhalt. Sprich, obwohl eine Kiste klein ist, kann man sie eventuell nicht mit dem Tractor-Beam bewegen, der eine maximale Bewegungs- oder Tragenergiekapazität von 250 Kilogramm hat, aktuell. Um hier den Spielern einen Masseindikator zu geben, wird es entsprechende Hinweise auf den Kisten geben. Später wird das auch Auswirkungen auf die maximale Zuladung von Schiffen und Fahrzeugen haben. Alleine eine 50x50 Schiffsbox voll mit Gold würde laut Richard im realen Leben mehrere Tonnen auf die Waage bringen. Es wäre also nicht mal möglich, eine davon mit dem Multi-Tractor-Beam zu bewegen, geschweige denn ein kleines Handelsschiff mit Dutzenden solcher Kisten vom Boden abheben zu lassen. Wie gesagt, wird später nicht mehr die Größe einer Box ausschlaggebend sein, sondern ihr Inhalt und ihr Füllgrad. Zurzeit gibt es keine Möglichkeit, die Tractor-Beams zu bündeln, um größere Gegenstände zu bewegen. Insofern wird man auch keine umgekippten Fahrzeuge mit dem Multitool-Tractor-Beam aufrichten können. Später, mit größeren Tractor-Beams, wird das aber möglich sein. Und Richard bestätigt außerdem, dass man tatsächlich Tractor-Beam-Strahlen mehrerer Einheit bündeln können wird, um die energetische Kraft zu erhöhen. Aber man wird sicher nicht 250 Tractor-Beams bündeln können, um so einen Bengal-Carrier einzufangen, erklärt er augenzwinkernd. Hier wird es Begrenzungen der sich aus einer Bündelung ergebenden kumulierten Energie geben. Generell wird es dedizierte Tractor-Beam-Varianten geben in unterschiedlichen Größen, die eine bestimmte Aufgabe besonders gut können, wie zum Beispiel eine 50x50 Box voll mit Gold zu bewegen. Das Spider-Man Tractor-Beam-Gameplay, wie gerade im Inside Star Citizen vorgestellt, das wird sich noch ändern, weil es nicht das ist, was CIG damit beabsichtigt. Spätestens, wenn das Push-and-Pull-System dem Spiel hinzugefügt wird, das aus drei Teilen besteht: EVA, Hand-Tractor-Beams und Zero-G-Push-and-Pull, wobei alle drei Teile integrale Bestandteile sind, also alle im Gameplay-Sinne zusammenwirken. Zero-G Push and Pull ist dabei der einzige der drei Mechaniken, der keine Ressourcen, Treibstoff oder Energie verbraucht. Und coole Schlussnote: Man kann nicht nur einen Plüschpinguin mit dem Multitool Tractor Beam fangen, sondern sogar Granaten und diese zurückschleudern. In den mit Alpha 3.12 ihren Weg ins Verse findenden Raffinerien können mehrere Aufträge parallel gestartet und verarbeitet werden. Aber das gilt nur für eine Person. Andere Spieler, auch nicht Partymitglieder oder Freunde, können die fertiggestellten Aufträge ihrer Mitspieler nicht abholen. Allerdings werden die fertig bearbeiteten Elemente auch bis zur Abholung des
auftraggebenden Spielers eingelagert, sodass man nicht vor Ort sein muss oder warten, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist. Gaswolken haben bislang nur bedingte Auswirkungen auf Objekte im Spiel. Beispielsweise wird man sich in Alpha 3.12 noch nicht mit seinem Raumschiff in diesen Wolken verstecken können. Das wird sich in einer nicht benannten Zukunft ändern, indem die Funktionsweise von EM- und IR-Signaturen so geändert werden, dass sie von Gaswolken im Weltraum beeinflusst werden können, erklärt Todd Pepe. Richard Tyra ergänzt, dass auch die Cross-Section-Signatur, die die Form des Schiffes liest und vermittelt, durch Gaswolken beeinflusst werden wird. Auch werden diese volumetrischen Nebel eine eigene Signatur erhalten. Weiterführend erklärt er, dass EM- und IR-Signaturen aktuell eine binäre Berechnung sind, sprich, wenn die IR-Signatur des Schiffes niedriger ist als die IR-Signatur der Gaswolke, in der ich mich mit meinem Schiff befinde, dann bin ich versteckt. Das soll durch komplexere Berechnungen ersetzt werden, die Werte reduzieren oder erhöhen, um hier mehr Gameplay-Möglichkeiten anzubieten. So möchte man zum Beispiel erreichen, dass sich kleinere Schiffe mit niedrigen Signaturen nah an ihre Großkampfbasisschiffe heranbewegen können, also zum Beispiel eine Gladius an eine Idris, womit durch die starke Signatur dieser großen Schiffe die eigene kleine Signatur der Gladius dieses kleine Schiff sozusagen verschluckt und die Gladius somit unsichtbar wird. Oder dass mehrere kleine Schiffe auf dem Radar sich vermischen, vermengen und nur noch eine einzige größere Signatur ausstrahlen. Ein weiteres Gameplay-Element wird die Gasgewinnung in Gaswolken sein. Ein sehr gefährliches Unterfangen in der späteren Spielentwicklung, die natürlich dementsprechend nicht in Alpha 3.12 kommt. Volumetrischer Nebel wird sich auch auf das Flugverhalten der Raumschiffe auswirken, als auch auf Spieler. Denn das Actor-Status-System reagiert nicht auf leeren Weltraum. Da die Gaswolken aber dann nicht mehr leerer Raum sind, sondern entsprechend gefüllt mit den Gaswolken, wird auch hier das Actor-Status-System angesprochen, sodass beispielsweise besondere Auswirkungen auf unseren Raumanzug erzeugt werden können. In Alpha 3.12 und, ich sag mal, in der nächsten näheren Zukunft, wird jeder Lagrange-Punkt eine einzigartige Gaswolke erhalten, in dem möglichen Rahmen einzigartig, die man erkunden kann, sei es in Bezug auf die Wolke selbst als auch auf Points of Interests und den zu besuchenden Orten. Später wird es im Verse natürlich Lagrange-Punkte ohne Gaswolken geben. Und wer von euch wissen möchte, was Lagrange-Punkte sind, das habe ich im Squadron 42 Newsletter vom 9. Oktober 2020 ganz ausführlich erklärt, und wer sich das nochmal anschauen möchte, der klickt gerne auf den Link hier rechts oben eingeblendet. Weiter geht's zur Idris, denn die wird mit Alpha 3.12 ins Spiel kommen als letzte Verteidigungsinstanz des Sicherheitssystems der Raumstation, und ihre Size 10 Railgun ist einsatzbereit. Allerdings wird die auch auf entsprechend große Ziele ausgerichtet werden. Kleine Jäger wie die Gladius, erklärt Todd Pepe, werden damit nicht zu treffen sein. Richard ergänzt, dass die neuen visuellen Effekte der Idris Railgun ziemlich cool aussehen. Die Idris hat nach wie vor keine Innenausstattung und wird nicht zu betreten, geschweige denn zu übernehmen sein. Generell wurden seit der Invictus Flight Week eine Menge Änderungen vorgenommen an der Idris hinsichtlich KI-Verhalten, Bewegung, Zielprioritäten, Schilden, Waffenanzahl und Stärke und so weiter, sodass sie jetzt nicht mehr umhergeschubst, geklaut oder auf einen Planeten gecrashed werden können sollte. Und auch wird sie kein leicht zu zerstörendes Ziel mehr sein. Wenn sie zerstört wird, herzlichen Glückwunsch, sagt Todd Pepe. Wenn ihr zerstört werdet, Pech gehabt. Und die letzten Punkte, die ich hier unter Fehler und Sonstiges aufgeführt habe. Man wird bis 1,5 Kilometer mit den Scharfschützengewehren treffsicher schießen können. Jetzt gibt es ja die neue Mechanik des Weapon Zeroing. Und die maximale Schussentfernung des Scope Zero liegt bei 2 Kilometern.
Chef und Flare, die Countermeasures, erhalten neue Bezeichnungen, da sie mit Alpha 3.12 nicht mehr dem Pendant der realen Welt entsprechen. Deshalb benennt man Chef in Noisefield und Flare in Decoy um. Bei der Mercury Star Runner ist der Verbrauch nicht gesenkt, sondern das Tankvolumen vergrößert worden. Dies vor dem Hintergrund erklärt Todd Pepi, dass ein schnelles Schiff nun einmal viel Sprit verbraucht und außerdem wollte man nicht die Werte der sämtlichen Schub- und Manöverdüsen neu anpassen. Der Bug bezüglich Betankung, Reparatur und Wiederauffüllen von Munition und Raketen soll mit Alpha 3.12 behoben sein. Betonung auf soll, weil man kann es nicht versprechen. Der Fehler mit den Party Nameplates hingegen wird definitiv nicht behoben werden in und mit Alpha 3.12. Das neue UI-System, das uns Verschläge und Einstiegsmöglichkeiten anzeigt, wird ebenfalls mit Alpha 3.12 implementiert und wird die Qualität des Spiels respektive des Spielerlebnisses erhöhen. Wer diese Anzeige nicht braucht, weil er eben ein alteingesessener Spieler ist oder sie nicht dann auch nicht haben möchte, weil sie einen stört, dann kann man diese Option im Menü entsprechend deaktivieren. Und zuletzt, jeder Patch ist potenzieller Kandidat für einen kompletten Wipe, basierend auf Cheats oder Exploits, denn es wurde aus der Community kritisch angemerkt, dass sich ja einige Spiele unverschämt hohe Millionenbeträge angesammelt hätten und das beobachtet CIG natürlich. Man möchte natürlich die Langzeitpersistenz testen und die Spieler motivieren, sich mit der Star Citizen Alpha-Version zu beschäftigen, damit CIG entsprechende Daten zum Testen und Verbessern der Builds sammeln kann. Aber es gibt keine Garantie, dass es nicht doch irgendwann mal einen Complete Wipe geben wird. Und diese Diskussion wird tatsächlich mit jedem Patch diskutiert. Und ich persönlich als Abschlusswort gehe davon aus, wir haben schon sehr, sehr lange keinen kompletten Wipe mehr gehabt, dass das vielleicht gar nicht mehr so lange dauern wird, bis das mal wieder passiert. Aber das ist jetzt ein extra Spekulatius hier kurz vor der Weihnachtszeit. Ansonsten war die Meinung über das Inside Star Citizen sehr hoch. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, was hier erzählt wurde. Wie ihr wisst, wenn ihr mir schon einige Zeit folgt, bin ich selber sehr, sehr gespannt auf diesen Patch 3.12. Ich verspreche mir sehr viel davon. Viele neue Gameplay-Elemente, Umgebungen zum Staunen, was wir ja auch im Inside Star Citizen jetzt nochmal vorgestellt bekommen haben, die neuen Grafikelemente, die neuen Heightmaps, die Gaswolken natürlich, die Raffinerien interessieren mich jetzt nicht so sehr, aber auch der Einsatz der Idris, die neuen Sicherheitssysteme an den Raumstationen, ob und wie das alles funktioniert. Das sind schon alles viele, viele spannende Informationen und ja, wie gesagt, auch das neue Eye-Tracking, Head-Tracking-System, das ja generell, wie wir auch in einem Spektrum-Eintrag von Wayne, von Chris, dem zweiten Community-Manager neben Ulf, vorgestellt bekommen haben. Da hat sich ja auch generell in dem System einiges geändert, wohl im Hintergrund, dass es jetzt sauberer arbeitet, wie auch immer sich das auswirken wird. Ich bin sehr gespannt, wenn die Tobii-Head-Tracking Hardware hier bei mir angekommen ist, dann werde ich das ausprobieren und werde euch dann vielleicht mal ein Let's Play bauen und das auf meinem Streaming-Kanal veröffentlichen. Ja, der Streaming-Kanal, wer ihn nicht kennt, dort läuft jeden Monat einmal die Verse Night, jeden zweiten Dienstag im Monat, mit Ausnahme des Januars, weil im Januar, da machen wir einfach eine Winterpause, um uns zu sammeln, um das neue Jahr zu planen. Außerdem, da gibt es im Regelfall nicht viel zu erzählen. Es gibt keine Videos von CIG und insofern, ja, machen auch wir dort eine Pause. Ich hier mit meinem Videokanal voraussichtlich auch, aber ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir noch einen Pillar Talk oder ähnlich interessante Informationen oder vielleicht auch noch mal einen Newsletter. Wenn das kommt, verspreche ich euch, dann bringe ich euch hier ein Video, denn solche und andere spannenden Informationen, die dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. In diesem Sinne, jetzt aber erst einmal ein wunderschönes Wochenende, einen schönen dritten Advent, bleibt gesund und wir hören und wir sehen uns, würde mich freuen, beim nächsten Video auf diesem Kanal. Ach ja, und noch mein ganz herzliches Dankeschön an alle Unterstützer,
auf tibi.com/astrosam, die meine Arbeit mit dem ein und anderen Euro unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank an euch und an alle von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cheers.